So, mein Thema ist heute Localization, also alles, was zusammenhängt mit Übersetzung oder wie baue ich meine Software, dass sie auch in anderen Sprachen zur Verfügung steht. Und bevor ich richtig anfange, würde ich gerne zwei Begriffe klären, und das sind einmal der Begriff Internationalization, weil die beiden Begriffe halt immer vertauscht werden, und zwar ist Internationalization the process of designing a software so that it can potentially be adapted to various languages and regions without engineering changes. Also letztendlich ist diese Internationalization die Vorbereitung, damit ich überhaupt meine Software lokalisieren kann. Also ich benutze Keys zum Beispiel, anstatt in meinen Templates irgendwie deutsche Sätze zu benutzen. Und Localization ist dann quasi genau, die Definition ist hier, the process of adapting internationalized software for a specific region or language by adding local specific components and translation text. Also in diesem Fall habe ich halt meine internationalisierte Software und kann sie jetzt übersetzen. Und ich kümmere mich jetzt quasi nur um die Übersetzung und nicht wie ich meine Software vorbereite, dass ich sie überhaupt übersetzen kann. Ich möchte mich kurz vorstellen. Ich bin Tina, ich arbeite bei Jumno, bin jetzt seit ungefähr 10 Jahren Softwareentwickler, habe gemacht über Java und bin jetzt bei Jumno gelandet, und wir machen gerade ganz viel PHP und JavaScript. Und da, wo ich eher zu Hause bin, also so eine Mischung aus beiden, also manchmal eher im Backend-Bereich, wenn ich halt ganz viel im Backend gemacht habe, freue ich mich auch wieder, wenn ich Sachen im Frontend machen kann. Und wenn ich halt ganz viel im Frontend gemacht habe, dann freue ich mich auch total, wenn ich wieder im Backend irgendwie meine Docker-Container aussetzen kann. Und ich arbeite bei Jumno, und das ist halt deswegen wichtig, weil Jumno ist, falls ihr es nicht kennt, das ist ein Anbieter für Webseiten. Das heißt, jeder Mensch kann sich da eine Webseite zusammenstellen, ohne programmatische Kenntnisse zu haben. Und das Spannende an der ganzen Sache ist, wir sind halt, aktuell liefern wir knapp 15 Millionen Seiten aus, also auf der ganzen Welt, und Tendenz steigend, weil halt immer mehr Leute logischerweise eine Webseite haben wollen. Und ich war halt ganz lange im Shop-Team. Das heißt, neben einer Webseite kann man bei uns halt auch sich einen Shop aufsetzen. Das heißt, jeder kann seine Sachen verkaufen, er soll halt nicht große Kenntnisse haben, sondern es soll halt möglich sein, ohne Kenntnisse seinen Shop aufzusetzen. Und das ist deswegen auch total spannend, weil da halt ganz viele Komplikationen reinkommen. Also genau, was ich noch sagen wollte, wir haben 200.000 Shops weltweit, und dementsprechend ist es schwierig, weil Jumno liegt in 10 Sprachen vor. Das heißt, wir müssen halt immer darauf aufpassen, dass alle Übersetzungen in den jeweiligen Sprachen sind, wenn wir neue Features haben. Der Shop zum Beispiel, der unterstützt aktuell alle Currencies, die es gerade so gibt. Und mit jeder Currency gibt es ja auch verschiedene Besonderheiten. Sowas wie manche Währungen haben nur 0 und 5 als Endziffern, manche Währungen haben überhaupt keine Nachkommastellen. Und darum müssen wir uns halt auch kümmern, wenn Leute ihre Produkte anbieten mit Preisen, müssen halt auch diese Produkte in Preisen dargestellt werden, die analog zur ausgesuchten Währung sind. Zusätzlich zu diesen Währungen können wir den Shop in sogenannten Locales laufen lassen. Also Locales sind Beschreibungen von Regions oder von Sprachen und Ländern, also DE für Deutschland oder DECH für Deutsch in der Schweiz. Und unsere Shops haben gewisse Locales, damit sie halt auf die länderspezifischen Bedingungen zugeschnitten sind. Also wenn dann ein Shop in Deutschland eingestellt ist, dann läuft der Shop halt auch unter deutschen Gesetzesbedingungen oder halt, und dann wissen wir halt, dass wir bestimmte Features einschalten müssen, weil der Shop ein deutscher Shop ist, und ein Schweizer Shop hat zum Beispiel andere Einstellungen. So, alles in allem gibt es dann so an die 150.000 Möglichkeiten, wie dann halt unsere Software eingestellt werden kann, und wir müssen in der Theorie halt mit allen umgehen können. Das heißt, wir müssen mit allen möglichen Kombinationen rechnen können. Das ist halt unglaublich spannend, wenn wir halt irgendwie einen deutschen Shop mit irgendeiner Währung haben, müssen wir halt darauf achten, dass die Preise richtig formatiert sind und halt auch die Leute wissen, welche Preise wir jetzt eigentlich gerade darstellen wollen. Ich wollte noch kleine Beispiele, was für Shops oder was für Seiten wir zum Beispiel haben. Es ist hier eine japanische Seite.
oder hier, das ist dann also eine russische Seite, die ein bisschen bunter ist. Und wir haben auch irgendwie schwedische, das ist irgendwie ein schwedischer Koch. Und halt auch jetzt, das ist jetzt ein deutscher Shop. Und hier hat er halt schon versucht, hier Sachen zu übersetzen, also weil wir halt leider noch nicht, unsere Kunden, die können ihre Seite leider noch nicht in zwei Sprachen anzeigen. Von daher hat er hier schon ein bisschen getrickst und hat halt hier unten in den Warenkorb Into Shopping Cart halt nebeneinander geschrieben, damit er halt auch für englischsprachige Kunden diese Seite anbieten kann. Genau, und das bringt mich so ein bisschen zu, ich habe jetzt so ein bisschen erzählt, oder derjenige hat halt schon versucht, die Seite zu übersetzen. Und damit komme ich halt zu meinem ersten Thema, Übersetzung. Wie funktioniert das überhaupt? Es ist halt nicht ganz trivial. Bis vor ein paar Jahren hatten wir alle unsere Übersetzung in PO-Files. Das heißt, alle unsere Übersetzer haben immer eine große PO-Datei runtergeladen, haben da ihre Sachen übersetzt und haben dann diese Datei wieder hochgeladen. Das ist halt fehleranfällig total, weil wenn zwei Übersetzer von derselben Sprache sich dieselbe Datei runterladen und sie beide hochladen, ist mindestens eins davon weg. Das ist halt schwierig gewesen und deswegen haben wir das alles angepasst. Wir haben jetzt eine Webanwendung, wo halt unsere Übersetzer die Sachen übersetzen. Wir laden da unsere Keys immer hoch und die Übersetzer übersetzen das halt, und wenn wir halt deployen, laden wir uns diese übersetzten Datei runter und deployen sie halt mit. Und um ein Beispiel dazu, also wir sind halt auch immer noch in der Migration davon. Wir haben immer noch alten Code und darüber werde ich jetzt noch ein bisschen erzählen, was wir halt verbessern wollen. Und zwar, wie funktioniert aktuell unser Übersetzungssystem? Ich habe das Beispiel genommen, also ich fange mit einem Negativbeispiel an, einfach um zu erklären, also von wo wir kommen, dass wir halt auch da noch neu sind und immer noch so ein bisschen, alte Sachen mitnehmen. Also bei uns loggt man sich dann hier ein und dann, wenn man sich einloggt, sieht man, also jetzt, wenn ich meine Seite auf Englisch eingestellt habe, sieht man halt diese Nachricht. Und hier, one sec, we're loading your website for you. Das klingt ja aktuell noch nicht schlimm. Das Schlimme ist nur, dass das bei uns im Source Code steht. Also in unserem Source Code steht, das heißt, wir haben hier so eine Headline und da steht halt drin, tr-get, das ist dann quasi die PHP-Funktion für nimm mal diesen Key und gib mir die Übersetzung für die aktuelle Seite. Und der Key ist bei uns, bin gleich da, deine Webseite. Um das nochmal kurz zu verdeutlichen, das heißt, wir übersetzen bei uns, bin gleich da, deine Webseite mit one sec, we're loading your website for you. Warum ist das doof? Also warum will man das eigentlich überhaupt nicht? Und zwar, unsere Übersetzungsseite. Also ne, hier ist dann der Key und hier unten steht so ein bisschen, wo das benutzt wird, und hier ist dann halt die englische Übersetzung. Das Problem ist so ein bisschen das hier. Also hier seht ihr, wie die anderen Sprachen halt diesen String übersetzt haben. Also ne, englische, we're loading a website for you. Da haben wir hier irgendwie Französisch, das heißt sowas wie einen Augenblick, ich mache mich schön. Oder hier im Italienischen, es ist dein Tag, irgendwie mach heute irgendwas Tolles. Es ist halt, also wir übersetzen halt nicht den Satz, wir übersetzen eigentlich den Kontext. Also was wir halt eigentlich wollen, ist sowas. Ne? Also eigentlich will ich, dass das da in meinem Übersetzungstool drin steht. Ich will wissen, also es ist irgendwie das CMS, es geht ein bisschen um das Login und es ist eigentlich eine Nachricht, die ich anzeigen möchte. Aber wo wir halt aktuell sind, wir übersetzen halt aktuell Wörter. Wir haben ja damals angefangen, halt auch nicht irgendwie aus Spaß, sondern es hat ja auch durchaus seine Vorteile. Und zwar, wir können Übersetzungen einfach wieder benutzen. Wenn zum Beispiel das Wort Speichern schon mal da ist, dann muss der Übersetzer halt nicht nochmal neu rangehen, sondern wir haben das Wort Speichern und können schon gleich übersetzen und es ist halt auch in allen Sprachen auch schon gleich da. Das ist eigentlich ganz schön. Und das Schöne ist, das Deutsche ist auch schon da. Das heißt, ich kann in meiner Webseite, wenn ich halt ein neues Feature entwickle, kann ich dann auch schon sofort sehen, wie lang ist der String, wie lang ist der Text, passt das in meinen Button oder in mein Textfeld rein, muss ich noch auf irgendwas achten, ist die Formatierung in Ordnung. Also von daher ist das, also ist es auch von der Seite auch total gut. Der Nachteil ist auch, es ist schon übersetzt. Das heißt,
in meinem Template steht schon ein String drin und ich lege mich fest, dass es dieser String ist, dass es halt auch im Englischen, im Deutschen halt dieser Wert ist. Das Problem ist, wenn ich Rechtschreibfehler habe, zum Beispiel ich habe nicht aufgepasst und schreib sowas, dann ist halt dieser Key in meinem Store drin. Das heißt, ich muss dann leider irgendwie im schlimmsten Fall nochmal deployen, muss diesen Rechtschreibfehler fixen und habe dann den ganzen Aufwand nochmal, weil ich halt im schlimmsten Fall auch meinen Übersetzer nochmal Bescheid sagen muss, hier, ich habe Scheiße gebaut, bitte mach das Ganze nochmal. Das andere Problem ist auch das, was ich eben als Vorteil sagte, Übersetzungen werden nochmal neu benutzt. Das kann halt auch schwierig werden, weil mir der Kontext fehlt. Also ich habe, mein Lieblingsbeispiel ist das Wort Rechnung. Dann freue ich mich als Entwickler, cool, das Wort Rechnung ist schon da, benutze ich das einfach. Das Problem ist, dieses Wort kann halt im Englischen einfach mit Invoice übersetzt werden oder halt mit Calculation. Ich weiß es nicht. Und das heißt, ich benutze dieses Wort und es kann halt sein, dass es da in dem Kontext, wo ich es halt benutze, komplett falsch ist. Das heißt, das möchte ich eigentlich nicht. Unser Ziel ist letztendlich, dass wir halt von diesem Wörterübersetzen halt komplett weggehen. Also wir fangen da halt auch schon mit an. Also die meisten neuen Übersetzungen, die halt reinkommen, die kommen halt schon mit Keys rein. Genau, also das wäre dann dieses Beispiel. Also die heißt, ich habe einen Key und ich habe halt noch keine Übersetzung. Das heißt, die Übersetzung kommt dann erst später. Ich habe dann halt natürlich auch Nachteile, wenn ich das mache. Also ne, das, was ich vorhin als Vorteil von diesen Wörtern sagte, der Nachteil ist in diesem Fall, ist es halt leider nicht lesbar. Wenn es steht, okay, Login, Overlay Message, weiß ich halt nicht, was dahinter steht. Also, oder ich weiß halt nicht, wie lang das ist. Der andere Nachteil ist auch das, was ich sage, ich habe halt doppelte Übersetzung halt einfach in meinem System drin. Zum Beispiel, das kann man überhaupt nicht lesen. Also hier, ich habe hier zweimal Keys, hier oben ist dann, steht Headline und hier steht Toggle und hier steht beides mal More Elements. Das heißt, es bezieht sich beides mal auf das Gleiche. Ich habe eine Headline und ich habe einen Button, wo ich das jedes Mal das Gleiche anzeigen muss. Es ist aber letztendlich was anderes und daher landet es quasi als jeweils als eigenständige Übersetzung bei uns im Tool drin, aber letztendlich ist es das gleiche Wort. Und genau, und die Übersetzer haben halt dann irgendwie den doppelten Aufwand, das nochmal zu übersetzen. Aber es hat halt auch unglaubliche Vorteile. Deshalb bin ich als Entwickler unabhängig von meinen Übersetzern. Das heißt, ich muss mich jetzt nicht im Vorfeld darum kümmern, was ist die deutsche Übersetzung, damit ich das in meinen Code packen kann, sondern ich lege halt einfach diesen String an und die Übersetzer können das dann halt irgendwann machen, wenn es halt passt. Ich habe Kontext, das heißt, ich weiß, wo dieses Wort benutzt wird. Mir kann halt nicht mehr das passieren mit diesem Rechnung- und Invoice-Calculation-Problem, weil dieser String nur an einer Stelle benutzt wird und ich weiß genau, wo er halt benutzt wird. Ich habe eine gewisse Konsistenz. Also ich kann halt zum Beispiel auch Sachen wiederverwenden. Sowas wie, wir haben in unserem Übersetzungssystem 7-mal das Wort Speicher drin. Das heißt, also einmal hier, ne, einmal mit groß und klein, einmal mit Punkten, einmal ohne Space und einmal mit Punkt am Ende. Das ist halt auch eher schlecht. Das heißt, auch wenn ich da irgendwie das irgendwie einmal neu machen möchte, dann muss ich das nur an einer Stelle machen. Aber halt, das ist halt nicht ganz so einfach gewesen. Das heißt, diese Keys einzuführen, das ist halt wichtig, das bei allen Entwicklern irgendwie in den Kopf zu kriegen. Das heißt, es müssen halt Sachen sich ändern und wir brauchen halt Regeln, damit das halt gut funktioniert. Und zwar, wir brauchen auf jeden Fall bessere Screenshots. Das heißt, das ist das Beispiel, was ihr eben nicht lesen konntet. Ich habe halt hier oben diesen Toggle, das ist halt der da oben und ich habe hier unten diese Headline, das ist die hier. Und das heißt, jetzt muss ich halt für meine Übersetzer auf jeden Fall Screenshots immer mitgeben, damit sie halt wissen, in welchem Kontext dieses Wort benutzt wird. Vielleicht vorher konnten sie es vielleicht auch so ein bisschen erraten, aber jetzt geht das halt auch einfach nicht mehr. Was auch irgendwie ein Vorteil ist, weil ein Übersetzer will natürlich wissen, in welchem Kontext er ist, wie viel Platz hat er. Von daher ist es eigentlich ganz großartig, dass wir Screenshots dazugeben müssen. Genau, und halt mit den Screenshots brauche ich halt auch eine bessere Beschreibung. Das heißt, ich kann dann den Übersetzern halt genau sagen, was sie da übersetzen sollen. Was das nächste Spannende ist, damit nicht jeder halt sich selber irgendwas überlegt, müssen wir halt Namespaces einführen. Wir haben uns entschlossen, irgendwie also zwei Namespaces zu machen. Einmal das Problem, was ich eben sagte. Das heißt, wir wollen eher sowas Generelles machen, sowas wie die Wörter, ich meine, speichern, löschen, editieren und sowas, das will man halt irgendwie
überall generell haben. Das heißt, wir legen dann sowas an, also es ist dann irgendwie General Save und General Edit und halt für alle anderen versuchen wir dann halt diese Syntax so hinzubauen. Also, ne? Also wir vom Allgemeinen versuchen wir dann irgendwie ins Spezielle zu gehen. Und die Leute, die halt schon so ein bisschen halt sich mit ein bisschen mit der BEM-Syntax in CSS beschäftigt haben, merken, dass da kommt es halt so ein bisschen her. Also ich habe eher so einen Block, also ne, ich habe einen Block, ein Element und ein Modifier. Also ich versuche halt dann, das eher so ein bisschen genauer zu beschreiben. Oder was dann halt auch noch total spannend ist, ist, dass man halt ein bisschen darauf achten muss, wie man die Sachen benennt. Das klingt halt alles total trivial, aber es ist halt total wichtig, bei diesem Namespace aufzupassen, wie ich die Dinger benenne, weil wir wollen ja alle über das Gleiche reden. Das heißt, wenn dieser Kegel CMS Element Map und Additional Elements heißt, dann wird da dieses Wort Element Map und CMS, das taucht halt dann halt auch in meinem Code auf. Und wenn ich halt die Element Map benutze, dann weiß auch jeder bei uns, was die Element Map ist. Wir suchen halt so ein bisschen hier mit diesem Domain-Driven Design uns ein bisschen daran festzuhalten, dass wir am Anfang, wenn wir neue Komponenten einführen, halt einen Begriff dafür haben und dass wir halt alle mit demselben Begriff darüber reden. Und dass wir, und halt diesen Begriff dann halt auch in Übersetzungen durchziehen, im Code, wenn wir irgendwelche neuen Klassen haben und auch im CSS, dass wir halt versuchen, immer den gleichen Begriff für die gleichen Sachen zu benutzen. Und nicht irgendwie manche das Rad neu zu erfinden und dann hat das eine irgendwann anders genannt und dann weiß man halt überhaupt nicht mehr, welches Element das gerade ist. Genau. Und wir sind ja auf einer JavaScript-Konferenz und von daher würde ich noch kurz erzählen, wie wir das halt in unser JavaScript reinbekommen, weil das ist halt, also PHP ist halt ne, irgendwie trivial, weil wir halt die Übersetzung, die packen wir halt direkt in die Templates rein, das wird halt gleich in die Seiten gerendert. Am JavaScript ist es halt natürlich insofern interessant, weil wir ja auf dem Client sind und dann dynamisch vielleicht neue Übersetzungen brauchen. Ja, achso, ist wahrscheinlich soweit. Genau, früher hatten wir halt immer einen Request, das heißt, wir haben geguckt, in welcher Sprache hat derjenige sein CMS eingestellt und haben dann immer noch mal den Server gefragt, gib mir noch mal die Datei zu dieser Sprache. Damit haben wir jetzt aufgehört, das heißt, dieser Request existiert nicht mehr. Wir benutzen bei uns ganz exzessiv Webpack, also Webpack baut alles, also der ist zuständig für alle unsere Assets, die wir haben und das ist jetzt aktuell so umgebaut, dass auch unser Webpack halt so eine Pro-Sprache, also, oh, scheiße, ja, okay, also hier steht abbrechen, cancel und abmelden und Lockout, also dass hier auf der linken Seite die Keys stehen, auf der rechten Seite dann quasi die Übersetzung in der jeweiligen Sprache und das heißt, dieses JSON-Objekt gibt es halt für jede Sprache. Und das wird dann halt das generiert halt Webpack und das wird dann halt in unsere große JavaScript-Datei mit reingeworfen. Aber so sparen wir quasi so ein bisschen den Request. Genau. Wir haben natürlich noch mehrere Möglichkeiten, auf Übersetzung zuzugreifen. Eine wäre ja doof und deswegen gibt es halt noch eine andere Variante, dass wir hier im PHP halt so ein Array erzeugen und dann können wir in unserem JavaScript dann so darauf zugreifen. Das heißt, hier hole ich mir die Translations zu einer bestimmten Komponente und dann kann ich hier unten diese Übersetzung einfach benutzen, weil diese Translation dann quasi weiß, in welcher Sprache es ist, gibt sie mir halt dann genau die Übersetzung in dieser Sprache zurück. Ich habe es doof, dass ich dieses Rot genommen habe. Naja. Das ist genau, ein bisschen zu den schlechten Beispielen. Und zwar haben wir ja ganz lange haben wir auch zum Teil immer noch diese Keys. Und das heißt, unsere Übersetzung-Keys sind dann zum Beispiel auch ganze Sätze und ganze Absätze. Das heißt, sowas steht dann halt bei uns im Code drin. Das ist halt auch einfach nicht mehr lesbar. Ne? Also das ist dann ne, die Übersetzung davon. Und das große Problem ist das, was ich auch am Anfang meinte, wenn da halt Rechtschreibfehler drin sind, muss ich theoretisch die ganzen Übersetzungen halt nochmal machen. Also hier zum Beispiel, hier steht dann passend zu deiner Domain und soll irgendwie passend zu deiner Domain sein. Das, was wir dann manchmal machen, wir übersetzen dann das Deutsche nochmal, damit wir halt nicht nochmal neu deployen müssen und diesen Key ändern müssen. Genau, das ist noch ein bisschen besseres Beispiel, weil ich jetzt hier oben ja diesen Key habe, das heißt, ich habe jetzt hier dieses Label
Das Doofe an der ganzen Sache ist jetzt hier nur die Übersetzung. Das heißt, wir haben ja hier stehen, register your domain for only 5 € a month. Das Ding ist jetzt, wir haben jetzt hier eine Zahl drin stehen in dem String drin. Das heißt, wenn ich dieser Preis irgendwann mal ändern möchte, muss ich die Übersetzung ändern. Das ist ja auch schon halt nicht gewollt. Das heißt, wir sind jetzt von den Übersetzern abhängig, wenn sich unsere Preise ändern. Das heißt, theoretisch muss ich dann unsere ganzen Übersetzungen durchgucken, wenn sich irgendwann mal unsere Preise ändern sollen. Das ist halt eher nicht so gut. Und das andere, was halt auch unglaublich spannend ist, ist, wie die Preise hier dargestellt sind. Hier oben seht ihr das in Englischen, ist das Währungszeichen da hinten. Und zum Beispiel in die Holländer schreiben das Währungszeichen nach vorne. Und damit sich das halt auch für die Sprache halt richtig anfühlt, und also muss es halt auch so geschrieben werden. Und das bringt mich zu meinem nächsten Thema. Number Formatting, das heißt, wie formatiere ich überhaupt Nummern? Das klingt auch wieder total trivial, das ist aber unglaublich spannend, weil es unglaublich komplex ist, weil sich jede Sprache macht das irgendwie anders, und dann kommt halt noch ein bisschen hinzu, welche Währung das ist. Das heißt nämlich, auch abhängig von der Währung können halt auch Zahlen anders formatiert werden. Ich habe ein Beispiel mitgebracht, und zwar diese Zahl, 21.943.76, und einfach mal, um mal so Beispiele zu zeigen, wie diese Zahl formatiert wird, ist das jetzt in Deutschland, ne? Wir haben hier vorne so einen Punkt und hier hinten so ein Komma, wir haben hier ein Leerzeichen und da hinten ist das Währungssymbol. Die Franzosen zum Beispiel, die machen das ein bisschen anders, die haben, also die trennen halt ihre Tausendergruppen hier vorne nur durch ein Leerzeichen. Die Iren haben auch das Währungszeichen hier hinten, aber tauschen halt hier schon Komma und Punkt aus. Und die Amerikaner haben halt hier vorne das Währungszeichen, hier ein Komma und da ein Punkt. Das ist also schon für diese vier, achso, dann natürlich noch das hier. Also arabische Zahlen sind da halt nochmal ganz anders, weil die Ziffern halt ganz anders aussehen, und die schreiben halt auch von rechts nach links, links nach rechts, rechts nach links. Genau, also es ist halt, ne, es klingt halt total trivial, aber es ist halt unglaublich kompliziert. Und ich will natürlich, dass meine Benutzer halt die ganzen Zahlen halt so sehen, wie sie es gewöhnt sind, damit sie halt irgendwie nicht wirklich, warum ist das so wichtig? Genau, weil sie halt nicht darüber nachdenken sollen. Also sie sollen sich halt nicht wundern, warum ist hier jetzt eigentlich ein Komma als Tausender-Symbol, ich kenne das doch gar nicht, oder warum steht auf einmal das Euro-Zeichen vorne? Also die sollen ihre Zahlen eigentlich auch genau so sehen, wie sie es kennen. Dazu gibt es noch einen kleinen Ausflug in die Theorie, also weil irgendwo muss natürlich beschrieben sein, wie so eine Zahl formatiert wird. Und das macht man so. Zwar gibt es diese sogenannten Patterns, das hier hinten, das steht für das Währungssymbol. Das sind halt Gruppen, also hier der Punkt sagt halt, das ist der Trenner für die Dezimalzahlen. Die beiden Nullen sagen, dass ich auf jeden Fall zwei Nachkommastellen haben muss. Die Null hier sagt auf jeden Fall, ich habe mindestens eine Ziffer vorm Komma. Die beiden Rauten sagen, die sind optional, aber ich habe halt hier eine Gruppe von drei, um halt zu diesem Tausender-Trenner zu kommen. Das ist so ein generelles Pattern, wie ich Nummern formatiere. Und genau. Die spannende Frage ist, wo kommen die Daten überhaupt her, und ändern die sich häufig? Also ja, die ändern sich überraschend häufig. Vor allem ändern sich halt ganz viel die Währungssymbole. Oder es kommen halt Währungen hinzu, oder Länder schließen sich zusammen, und dementsprechend aktualisieren sich dann halt auch die Patterns, wie diese Zahlen formatiert werden. Und deswegen gibt es halt Standards, und dafür sorgt hier dieses Unicode-Konsortium, die bringen, das sind so, also ihr seht ungefähr so zwei bis dreimal im Jahr, bringen die halt irgendwie aktuelle Formate raus, wie jetzt gerade der aktuelle Stand ist, wie die Zahlen gerade formatiert werden. Und das kann man sich so runterladen, und das sind so quasi alle Locales, die da gerade so drin sind, mit allen möglichen, sind irgendwie knapp 700, die es gerade gibt. Und die erben auch so ein bisschen voneinander, dass halt Sachen nicht, Sachen doppelt geschrieben werden. Und nochmal kurz zurück zu diesen Patterns. Diese Patterns, also können unglaublich kompliziert werden. Also meistens kommt man halt aus mit der Raute, mit der Null, Komma, Punkt und diesem Währungssymbol und manche noch halt Minuszeichen für negative Zahlen. Das ist jetzt noch ein anderes Pattern, das ist noch ein bisschen spannender, weil
weil die Inder, die formatieren ihre Zahlen noch ganz anders. Die Inder, die haben halt eine Tausendergruppe hier vorne und danach, also haben sie ihre Zahlen, die hier vorne stehen, fassen sie in Gruppen zusammen mit nur zwei Ziffern. Genau, dann ist das hier die DE-Locale. Genau, und was ich halt brauche, um halt hier so eine Zahl zu formatieren, ich brauche einen Dezimalseparator, der halt, wie wir vorhin gesehen haben, sich ein bisschen unterscheidet. Ich brauche einen Group Separator und ich brauche natürlich ein Currency-Symbol und es sieht ungefähr so aus. Also ich brauche, dieses Rot. Ich habe halt dieses Pattern hier oben, ich habe halt hier den Decimal Separating, den Group Separator und das Dollar-Symbol und was dann halt da rauskommt, ist dann diese Zahl. Also mit den Informationen kann ich diese Zahl hier unten mir generieren. Was wir halt gemacht haben oder was das große Problem war, wir haben halt hier diese vier verschiedenen Sachen. Wir haben halt dann PHP halt im Backend, wir haben Angular, wir haben React und wir haben irgendwie jQuery und die sollen natürlich oder die sprechen natürlich irgendwie alle miteinander. Das Problem ist aber, also das ist jetzt so ein Beispiel für eine unserer Angular-Anwendung, dass genau das, also das ist so ein bisschen unsere Architektur, ne? Im Backend haben wir PHP und JavaScript im Frontend. Das ist jetzt so eine Seite, die bei uns rausgerendert wird. Das ist ein Shop hier unten. Das hier wird, kommt aus dem, genau, das hier wird aus dem PHP gerendert. Das heißt, diese Preise kommen aus dem PHP. Hier hinten, das ist JavaScript. Das heißt, wenn ich hier auf den Knopf drücke, ändert sich das da oben und unser JavaScript rechnet halt aus, welche Zahl dahin kommt und weiß halt, wie die Zahl formatiert werden soll. Das klingt alles ganz einfach, ist es aber leider nicht, weil sich die Daten unterscheiden. Also die Patterns unterscheiden sich, wie PHP und JavaScript die Zahlen formatieren. Es kann zum Beispiel daran liegen, dass ich eine alte Version habe, eine alte PHP-Version, lange nicht geupdatet, das heißt, die Stände sind alt. Ich habe eine ganz neue JavaScript-Version und das heißt, die beiden sind nicht konsistent. Das heißt, im schlimmsten Fall kann sowas passieren wie hier. Ich habe hier unten Preise formatiert mit diesem Währungssymbol und da oben leider mit dem. Das will ich nicht. Also das, genau, das war das genau. Also PHP rendert das halt mit diesem Währungssymbol und JavaScript rendert das halt mit diesem RS-Symbol raus. Die Frage ist natürlich, warum ist das überhaupt ein Problem? JavaScript ist, also kommt jetzt so ein bisschen mehr dahin. Also es gibt jetzt seit ein paar Jahren dieses Intel-Object, also so eine Internationalization-API, die JavaScript zur Verfügung stellt. Das kann halt, wie gesagt, kann ein bisschen mit Strings operieren, kann Daytime formatieren und kann natürlich sich auch mit Zahlen beschäftigen. Man kann halt diesem Number-Format eine Locale reingeben und dann formatiert er halt diese Zahl in meiner entsprechenden Locale. Genau, und was das Ding halt auch kann, ich kann halt auch hier sagen, Style Currency und gebe hier eine gewisse Currency rein und dann kann halt mir dieser Number Formatter halt auch diese Zahl in einer gewissen Currency, mit einer gewissen Currency halt rausrendern. Achso, genau. Was das Ding leider nicht kann oder was auch nicht in diesem Draft drin steht, es kann da keine Nummern parsen. Das heißt, das muss ich irgendwie anders lösen. Die Funktionalität bietet mir JavaScript leider noch nicht. Das ist gerade egal. So, hier wollte ich. Genau, das Spannende ist, also es gibt halt diese Internationalization API, die jetzt 2017 noch ein bisschen erweitert worden ist. Und das Problem ist aber so ein bisschen, das wird halt nicht von allen unterstützt. Das heißt, es gibt immer noch Browser, die das nicht tun. Das ist aktuell spannenderweise Safari. Safari kann das noch nicht, aber es ist ja vorgestern, als dann diese neue Keynote war, kam heraus, dass es in Safari 10 endlich integriert wird. Also ich habe mich ein bisschen gefreut, dass es hier endlich nach 4 Jahren hat Safari es endlich geschafft, die auch mit zu integrieren. Aber ihr seht ja schon, es ist halt immer noch blöd, weil hier auch immer noch ganz viele Stellen rot sind. Das heißt, hier iOS Safari weiß man nicht, ob das kommt, Opera Mini auch nicht und halt auch, was halt spannend ist, die älteren Android-Browser, das bringt mich nämlich hierzu, Mobile gibt es das nämlich nicht. Das heißt, wir können es trotzdem, also so schön die Idee dieser Intel API ist, wir können sie trotzdem nicht benutzen. Welche Optionen haben wir? Ne? Wir haben, wie im JavaScript-Bereich, haben wir natürlich immer Polyfills und Libraries, da ist halt die eine Intel.js, also dann der führende Fall, das ist halt Intel.js.
Das ist genau ein Polyfill, das sagt schon ein bisschen der Name. Also es fügt halt quasi das nur hinzu, wenn es mein Browser noch nicht hat. Das heißt, es bietet mir keinen Pattern-Support. Das heißt, ich muss mit dem leben, was mir IntelJS gibt. Und was ich halt auch nicht machen kann, ich kann dann auch keine Locales hinzufügen. Das heißt, wenn IntelJS irgendeine Locale nicht hat oder nicht unterstützt, dann kann ich damit auch einfach nichts machen. Dazu gibt es dann noch ein anderes JavaScript-Framework, und zwar heißt das Numeral.js. Die gehen schon ein bisschen weiter, das ist eigentlich ganz schön. Und zwar kann man da nämlich Patterns benutzen. Das Doofe ist nur, was ich finde, die bringen halt ihr eigenes Pattern-Format mit. Also das ist das hier. Das heißt, die haben so ein bisschen das, also für meinen Geschmack hat das Rad ein bisschen neu erfunden. Ich kann halt nicht die Patterns oder die Syntax, die ich vorher schon hatte, kann ich halt nicht weiter benutzen. Ich muss also quasi, ich muss die Patterns, die ich euch vorhin gezeigt habe, muss ich quasi in das hier irgendwie umwandeln, damit Numeral.js das kann. Das haben wir bei uns nämlich eine lange Zeit genau so gemacht. Das heißt, wir haben dann die Patterns, die wir von PHP bekommen haben, haben wir dann so umgeschrieben, dass wir sie mit Numeral.js benutzen können. Das fand ich auch nicht so gut. Deswegen habe ich mir nämlich irgendwann überlegt, das will ich nicht. Ich habe mir ein kleines Pet-Project gebaut. Das habe ich Krokus genannt, weil es gerade Frühling war. Und damit möchte ich halt genau diese Probleme erschlagen. Und zwar möchte ich nämlich auf der einen Seite einen Data Provider haben, der mir die ganzen JSON-Files oder die ganzen Patterns zur Verfügung stellt, damit ich nicht keine Inkonsistenten zwischen PHP und JavaScript oder Java oder was auch immer habe. Und ich möchte auf der anderen Seite einen Formatter haben, der halt einfach diese Patterns nimmt, die schon definiert sind, und mir daraus einfach eine Zahl macht. Ne? Also, und warum möchte ich das? Weil ich gerne eine Quelle für alles habe. Das, was wir gerade in PHP haben und JavaScript, wir haben die Patterns in zwei Seiten, aber die sind nicht immer, oder die stimmen halt nicht überein. Ich möchte das gerne aus einer Quelle haben. Und mir fehlt halt total das, was ich eben meinte, dieser Formatter, der halt einfach diese standardisierten Patterns nimmt und damit Zahlen formatiert. Genau, was ich dann halt gemacht habe, ich habe euch ja eben schon vorhin von dem Unicode-Konsortium gezeigt, dass man sich die Sachen runterladen kann. Das habe ich dann auch gemacht. Ich habe dann mir aus diesen ganzen Daten JSON-File erzeugt. Das sieht ungefähr so aus. Ein bisschen genauer ist das ungefähr das. Das heißt, für jede Locale schreibe ich mir halt raus den Decimal-Separator, den Group-Separator, das Pattern, wie Zahlen formatiert werden und ein Pattern, wie meine Currencies formatiert werden. Das heißt, ich hab das jetzt für alle Locales. Und wie ich das dann halt benutze, ich habe mir überlegt, wenn es schon JavaScript ist, dann baue ich da halt einfach ein NPM-Package draus. Das installiere ich mir, das kann ich mir requiren und das stellt dann halt hier die Locales zur Verfügung und auch die Currencies mit ihren jeweiligen Spezifikationen. Und genau, da gebe ich dem gebe ich dann halt irgendwie so ein Objekt rein mit den jeweiligen Settings. Und dann kann ich halt jetzt hier diese 10 Millionen mit diesen Settings da reingeben und kriege dann halt diese 10 Millionen als schöne Zahl formatiert, einfach wie ich das möchte, da unten raus. Das ist quasi das gleiche Beispiel nochmal. Also was ich halt hier gemacht habe, ich habe halt die Locales genommen und habe mir jetzt überlegt, ich hätte jetzt gerne doch ein anderes Währungssymbol und irgendwie das Pattern möchte ich noch ein bisschen anders haben und dann kann ich halt die Sachen, die ich nehme, einfach ein bisschen anpassen, wie ich das gerne hätte. Hä? Okay. Genau, also ich bin da halt aber immer noch so ein bisschen am dran arbeiten, es ist halt noch nicht fertig und da fehlen halt noch ein paar Sachen, das, was ich eben meinte. Das Krokus-Ding kann halt noch keine arabischen Zahlen und rechts nach links halt auch noch nicht. Das, was ich vorhin noch meinte, der Parser fehlt halt auch noch. Ich will halt eigentlich auch, dass mein Formatter halt auch zeitgleich die Sachen parsen kann. Und die ganzen Currency-Symbols sind auch noch nicht irgendwie up-to-date. Also daran arbeite ich noch, weil es ist halt irgendwas, was mir total fehlt. Und genau, deswegen komme ich jetzt zum Abschluss oder halt zur Zusammenfassung. Also so einfach immer Lokalisierung klingt, ist es halt überhaupt nicht einfach. Es ist halt, also ich muss halt einmal ein bisschen auf, ne? Es ist halt eigentlich, also unsere Webseiten können ja theoretisch auf der ganzen Welt darauf zugegriffen werden. Das heißt, ich muss damit rechnen, dass irgendwie jemand aus einem Land, mit dem ich nicht rechne, auf meine Seite zugreift. Und ich möchte halt, dass meine Seite für alle benutzbar ist, dass die Zahlen richtig aussehen, dass ich richtige Texte habe, dass ich nicht irgendwelche
blöden Fehler mache, sodass im schlimmsten Fall meine Kunden abbrechen, weil sie nicht wissen, was ich von denen möchte oder sie mir nicht trauen, weil ich irgendwelche Zahlen falsch formatiert habe und sie irgendwie denken, ich buche 1.000 statt 2 Euro ab oder irgendwie sowas. Also es ist halt unglaublich wichtig und ich möchte hier nochmal darauf aufmerksam machen, dass es, bitte denkt daran, wenn ihr eure Software schreibt, dass es Leute aus anderen Sprachen diese Software auch benutzt. Ich danke für eure Aufmerksamkeit.